Einen schönen guten Morgen. Es ist der 30.08.2020 und ja, es gibt wieder ganz viel Neues. Gehen wir aber zuerst vielleicht mal auf etwas, was ich einfach sagen möchte. Ups, jetzt muss ich ja, Moment mal, Moment. Ich muss natürlich zuerst den Bildschirm freigeben. Sonst geht's nicht. Gut, mit Computer tun. So, teilen. Also, es hat jemand einen Kommentar gelassen. Und Sie glauben jetzt wirklich, dass dieses Video hilfreich wäre für die Menschen da draußen, die vielleicht gar nicht verstehen und sie sowieso schon total verunsichert sind? Ja, genau, darum geht es nämlich. Also heute, das sage ich ja in jedem Video, wer kann sich das noch leisten, nicht richtig und gut informiert zu sein? Das heißt nicht, dass ich die Wahrheit besitze, ja? Ich werde die Erste sein, die jubeln wird, wenn alles, was ich erzähle, nicht stimmt und nicht so eintrifft. Wirklich. Wieso? Weil ich das nicht für Geld tue. Ja, ich muss nicht mit dem, was ich hier erzähle, Geld verdienen. Und das ist ein Punkt, was viele eben noch nicht verstehen. Ja, also die, die damit Geld verdienen müssen, die werden dir was ganz anderes erzählen, nämlich eben Dinge, die machen, dass du ihnen folgst, dass sie mit dir Geld verdienen können. Das, ja, also so ein Angstporno zu verbreiten, ist echt unverantwortlich. Sie vermuten, glauben und gucken in eine Glaskugel. Nein, tue ich nicht. Ich zeige dir ja alles auf. Ja. Ob du es glaubst oder nicht, das ist ja deine Sache. Also, und ich sage das auch in jedem Video. Das Letzte, was ich möchte, ist Angst verbreiten. Aber informiert sein und sich selber informieren, das ist das, was machen wird, dass du nicht in der Angst bist. Ja? Aber wenn du das nicht tust, dann kann ich auch nichts dafür. Dann bleib halt in deiner Angst. Also ich kann das ja nicht ändern, ja. Das ist doch nicht die Realität. Ja, wir werden sehen, was die Realität ist. Also für mich sind einfach die Fakten Realität im Moment, ja. Und wie gesagt, ich möchte wirklich auch etwas anderes glauben können. Ich möchte auch glauben können, dass ein Retter kommt, der die ganze Menschheit jetzt endlich zu diesem Sumpf herauszieht und wir alle nachher glücklich und in Frieden in alle Ewigkeit leben. Ich bin wirklich die Erste, die das glauben möchte. Ich kann es aber im Moment nicht glauben mit dem, was ich sehe, höre, lese und mir an Informationen eben hole. Ja, ich kann es nicht. Es tut mir leid. Wenn du weiter in der Traumwelt bleiben möchtest, dann bleib dort. Es zwingt dich kein, niemand zwingt dich, meine Videos anzuschauen. Und dann, wer ist das überhaupt? Vailinor. Oh, auf diesem Kanal gibt es keine Inhalte. Kanalinfo? Nein. Was tust du? Was tust du, anstatt doofe Kommentare hi zu hinterlassen? Tust du etwas für die Gemeinschaft? Ja? Ehrlich, solche Menschen wie dich, das nervt mich einfach. Ja, ich tue wenigstens etwas. Und wie gesagt, ob es die Wahrheit ist oder nicht, das werden wir noch sehen. Und ich werde so glücklich sein, wenn alles, was ich hier erzählt habe, sich als falsch herausstellt. Wirklich, ich werde mega glücklich sein. Gut, egal. Also fangen wir mal an. Gestern war ja die große Demo in Berlin. Und ja, der Kennedy ist ja gekommen, also der Robert F. Kennedy Jr., der Neffe.
Und ich habe mir noch so gedacht, wieso kommt der genau dann zu einer Konferenz für Kinder und so, also was ja eigentlich alles ganz schön und recht wäre und so. Ich möchte euch einfach mal hier etwas zeigen. Das ist der von Babylon Decoded, der Jabba. Und auch wenn ich mit ihm nicht überall einverstanden bin, das muss ich auch nicht, aber der Typ, finde ich, der macht wirklich sehr gute Analysen von Grund auf. Und ja, hören wir mal schnell zu. Und jetzt haben auch viele haben da wegen Kennedy, ja, also schauen wir mal ein bisschen genauer da in diese ganze Kennedy-Geschichte rein. Also noch nicht lange her hat er eigentlich so geredet, ja. I want to congratulate Minister Farrakhan on the 20th anniversary of the Million Man March and also thank the minister for having me here to speak to you today. Minister Farrakhan has asked me to address the issue of vaccines and African American and vaccine safety. I want to start out by saying this, and I want to say it emphatically. I am pro-vaccine. I have always been fiercely pro-vaccine. I am pro-vaccine. I always have been fiercely pro-vaccine. Ist das eine Glaskugel? Nein, das sagt der Typ. Der sagt das nicht ich. Ja, ich zeig's bloß. Oder der Jabba zeigt's. Ja? Also das ist einfach auch wieder so ein Ding, wo man mal verstehen muss, dass die einfach, die sprechen immer so, wie es halt gerade passt irgendwie. Ja, und dann hat auch Hillary Clinton unterstützt und. I had all six of my children vaccinated. Alle meine sechs Kinder wurden geimpft. And I believe that we ought to have policies that encourage full vaccination. Und ich glaube, wir sollten Richtlinien haben, die eine vollständige Impfung fördern. For all Americans. Das ist keine Montage, das ist nicht irgendetwas. Also er war noch nicht lange, war er voll und 100% pro Vakzin. Jetzt hat sich schon etwas geändert, ja. Aber ihr könnt das auch selber anschauen. Er hat da heute Morgen eben da mit den Querdenkern da eine Pressekonferenz gemacht und ist auf jeden Fall kritisch den Impfungen gegenüber, aber vor allem über die Regulierung. Das ist ja das Ding, ja. Also er ist einfach nicht einverstanden, alles, was es in den Impfungen hat, und will jetzt einfach quasi eine bessere Regulierung. Das heißt nicht, dass er dass er gegen Impfungen ist, ja. Da könnt ihr ja selber anschauen, seine ganze Ding hier. Aber um ein bisschen klar zu reinzuschauen, also es geht nicht, der hat das nicht einfach nur, war nicht nur pro Vakzin. Sondern er hat auch Hillary, Monsanto unterstützt, eben die Big Pharma, ja. Also, wo besser gesagt, eben genau diese Big Pharmas. Und das war 2015, ja, das war noch nicht so lange her, ja. Also hat Gar, Kennedy das sind. eigentlich schon probiert, irgendwie da ein bisschen etwas durchzubringen oder irgendwie auf der Seite zu bleiben, ja. Ja, und das sind halt Fakten. Es tut mir leid. Da kann mir keiner sagen, dass das eine Glaskugel ist. Ja, das sind einfach nur Fakten. Jetzt kannst du das annehmen oder nicht und kannst weiterhin den Kopf in den Sand stecken oder vielleicht mal beginnen abzuwägen oder so. Wirklich, ich sag's nochmal, ich werde so glücklich sein, wenn alles, was ich jemals gesagt habe, sich als falsch erweist. Ich werde jubeln, ich werde einen mega Freudentanz machen. Und es geht mir nicht darum, Recht zu haben. Mir geht es wirklich darum, dass wir nicht wieder jemandem hinterherlaufen, der uns genau auch wieder ins Verderben führt.
Wenn Wählen etwas ändern würde, ja, dann dürften wir schon lange nicht mehr wählen. Diesen Spruch hast du ganz bestimmt auch schon gehört. Und dieser Spruch ist einfach wahr. Kannst du mir zeigen, irgendwo jetzt in den letzten 10, 20, 30, 50 Jahren, wo Wählen wirklich erstens zu etwas Gutem geführt hat oder zweitens, wo sich wirklich grundlegend etwas verändert hat in einem Land? Nein, es wird immer schlimmer und ganz egal, wenn du wählst. Es ist egal, wenn du wählst. Ja? Es ist völlig egal. Und wieso ist es egal? Wo ich das gesehen habe, ja. Also, was fällt dir auf diesem Bild ein? Das ist die Menschenrechtsdeklaration von 1793, glaube ich. 89, Entschuldigung. 1789, ja. Was fällt dir hier auf? Hier, Freimaurer Illuminaten, ihr kämpft für Grundrechte in einer BRD oder auch weltweit, aber vor allem jetzt mal in der BRD, die illegal ist, die gar nicht, die eigentlich gar kein Staat sein dürfte, könnte, sollte Wenn die Menschenrechtsdeklaration schon von den Illuminaten gemacht wurde, und das kann man hier an verschiedenen Dingen sehen, also auch der Engel mit schwarzen Flügeln hier, ja, ein Engel mit schwarzen Flügeln, dann hier die Kette, da will man uns zwar zeigen, ah, die Kette ist jetzt weg, aber da unter dem Rock oder so kann man auch nicht sehen, wo sie dann noch, ja, auf jeden Fall, also ich bitte euch, wenn diese Menschenrechtsdeklaration schon von den Illuminaten überwacht, hergestellt und so weiter ist, also wie kann man dann denken, dass ein Grundgesetz, und man sieht es ja heute, dass das Grundgesetz nichts wert ist. Ja, man sieht es ja. Und das ist auch nicht, das ist einfach nur ein Fakt. Ja. Das ist einfach nur ein Fakt. Also, hier, wenn du liebst, was du. Sehr cool. Und das ist es eben. Das ist auch ein Stück, ein großes Stück Freiheit, was diese Jungs da tun, ja. Und da sieht man einfach, was das für eine Energie in sich hat, was wunderbar ist. Ja, eben. Also nochmal, ich schaue nicht in eine Glaskugel, sondern ich halte mich jetzt einfach mal dran, was ich so sehe, höre, lese und so. Credit Suisse schließt neue Aargauer Kantonalbankfilialen, über die Hälfte der Filialen, schließt mehr als die Hälfte der Filialen im Kanton. Ja. DIW-Chef hält möglichen zweiten Lockdown für vertretbar. Es geht um diesen Great Reset und um diese große vierte industrielle Revolution. Und nochmal, wer das nicht glaubt, der soll auf wef.ch oder com oder was auch immer es ist. Wef.ch vielleicht. Und dann Platforms, Covid Action Platform. Wahrscheinlich ist es aber irgendwo anders. Egal, ihr könnt selber da drauf gehen. Webforum.org. Gut. Ja, und es geht um diese
um diesen Great Reset. Und sie sagen das da auch. Und der WEF ist ganz sicher, das sind ganz sicher keine Menschen, die es gut meinen mit uns. Es tut mir leid, aber das sind einfach, also das kann man ja auch alles nachverfolgen. Das haben aber andere schon gemacht. Das muss ich hier nicht mehr machen. Ich möchte einfach für eben den ganz normalen Menschen, der sich eben nicht mit diesen Dingen bis jetzt herumgeschlagen hat, aber dass der mal einfach einen Denkanstoß bekommt, ja. Und wie gesagt, nochmal, du musst mir nichts glauben. Geh das selber recherchieren. Das ist sowieso viel besser. Ich tue das auch. Ich glaube nicht einfach alles, was ich sehe und höre und lese. Ja, es hat doch jetzt auf Facebook geht auch so eine Blondine rum, die da immer irgendwie und an der Demo war, die Hope irgendwie heißt. Und hinterfrag das einfach. Hinterfrag diese Leute. Also wie diesen Michael Ballmann, Ballweg, ich sage immer Ballmann, Ballweg. Ja, also wer ist das überhaupt? Und so, schaut doch mal auf dem Internet, wer das ist. Die Stuttgarter Software-Schmiede, ja, Kunden, Robert Bosch, ZF Friedrichs, ThyssenKrupp. Und dann such weiter. Was ist ThyssenKrupp? Wem gehört das? Und so weiter und so fort. Das sind Menschen, die sich wirklich jetzt darstellen als Retter der deutschen Völker oder ich weiß es auch nicht, wie man das nennen möchte. Aber da muss man doch zumindest mal schauen, wer ist das überhaupt? Was hat der für eine Motivation? Und ihre Motivation ist wirklich nur das Grundgesetz. Ja. Und schon alleine das Bild. Grundgesetz für die BRD. Grundgesetz für die BRD. Ja, wie gesagt, selber schauen. Nochmal kurz ein Input einfach zu diesem Great Reset, ja. Die Aktienkurse und so, ja, einfach als Beweis. Eben auch hier, selber denken ist angesagt. So, ich bin fast erschrocken, wo ich es gesehen habe. Also es ist mir bewusst, dass es natürlich Gewinner gibt aus dieser ganzen Corona-Situation heraus. Das wäre ja auch nicht normal, wenn es keine gäbe. Ja? Aber es gibt Corona-Aktien. Ja, es gibt Corona-Aktien und schauen wir mal, wer das hat, ja. Also das Coronavirus beeinflusst die Weltkonjunktur, ja, das ist klar, das ist uns auch aufgefallen. Das öffentliche Leben steht nahezu still, Unternehmen bangen um ihre Existenz und ihre Jobs und so, zahlreiche Maßnahmen, Homeoffice sollten und mehr sollen die weitere Verbreitung, milliardenschwere Hilfspakete, ja. Wo sind denn überhaupt diese Hilfspakete? Also wir in der Schweiz haben noch nichts bekommen. Abschätzbar, insbesondere der Kapitalmarkt. So, wer sind die Profiteure, wer die großen Verlierer? Ha? Schauen wir mal. Stay-at-home-Aktien. Stay-at-home-Aktien. Also die Bleib-zu-Hause-Aktie. Ja, und da komme ich wieder so ein bisschen auf Gesara zurück und Nesara, ja. Sie wollen uns bezahlen, dass wir zu Hause bleiben und einfach verblöden. Netflix, Amazon. Delivery Hero, das ist sicher so wie
wie sagt man, diese Lieferanten, diese Lieferfirmen. Teladoc, das kenne ich nicht, das müsste ich jetzt googeln. Grubhub kenne ich auch noch. Walt Disney, ups, keine, vorher waren sie noch vorhanden. Apple, hey, plus 117%. Ja. Sony, Nintendo, Facebook. Fällt dir hier irgendetwas auf? Das sind alles Firmen, entweder die dich vor deinem Bildschirm halten, sei es nun Fernseh, Computer oder Spielkonsole und so weiter, oder also Firmen natürlich eben, die das auch ermöglichen natürlich, ja. Oder Firmen, die dir die Dinge nach Hause liefern. Weil du ja nur noch zu Hause bist. Vor deinem Bildschirm. Ja. Und das sind im Moment die Gewinner von Corona, ja, die da richtig viel Geld verdienen damit. Und die natürlich selbstverständlich alle zum System und zum Plan gehören. Ja. Und auch alle Freunde sind mit den Menschen, die das WEF organisieren und so. Ja. Also die sind alle da zusammen in diesen freimaurerischen Strukturen. Ja. Gut. Und ja, eben einfach nochmal, ein paar Artikel, der Urli Maurer hat eben gesagt, also wenn Frankreich die rote Liste irgendwie aktiviert, dann muss natürlich die Armee also ja, eben, da muss natürlich das Militär die Grenzen verstärken. Und sorry, das ist auch wieder keine Glaskugel, das habe ich nicht gesagt, das sagt der Urli Maurer hier. Man uns einfach. Wenn wesentliche Änderungen am jetzigen Zustand eintreten würden, müsste Zoll- und Grenzwache wieder unterstützt werden durch die Armee. Müsste Zoll- und Grenzwache so, wieder unterstützt werden durch die Armee? Ja, also da gehen doch bei mir alle Alarmglocken an irgendwie. Also ich meine, ja. Das ist zwar auf Spanisch. Das muss man aber eigentlich nicht verstehen. Damit man versteht, worum es geht. Und das möchte ich euch jetzt einfach ganz kurz zeigen. Es dauert ja 4 Minuten. Und zwar testen die halt die verschiedenen Masken und so. Und schauen, was das mit uns macht. Y vamos a ver qué ha crecido aquí en una placa de agar sangre. Fijaros, hay muchos estafilococos que serían las cutitos blancos. Estos que se ven aquí parece que son contaminantes, me dice la microbióloga, pero yo no estoy segura muy bien de qué pueden ser. Este de aquí tenemos que identificarlo porque es muy feo y no sabemos qué es. Y puede que haya también algunas neisserias, algunas bacterias. De diferentes especies, pero que no podemos saber solamente viendo la placa qué son. Sí podemos adivinar que podrían ser estafilococos y algún gran negativo, pero alguna identificación vamos a tener que hacer. Esta sería la primera. Also sie hat verschiedene Maskentypen, und getragene, neue, gewaschene und so weiter, ja. Pues mira, esta como siempre está cerradita y la uso menos, tiene unos cuantos estafilococos, ¿los veis? Y no tiene demasiada contaminación. La he usado muy pocas veces. Y además durante a lo mejor una hora o así. Esta sería esta. Esta sería esta. Luego teníamos la nueva.
fijaros, la nueva, a pesar de que estaba nueva, ya tiene alguna bacteria, quizá contaminante. Quizá al cogerla, nada más sacarla de la cajita, ya se me ha contaminado. Porque no se la ha puesto nadie y tiene una, dos, tres, bueno, pues alguna colonia. No mucho, pero bueno, estériles no están. Esta sería la que yo estaba usando en ese momento. Tiene estafilococos, tiene estreptococos, alguna bacteria que no sé si la veis, pero reflejo. Estas, que no sabemos qué son. Tendremos que adivinar qué son, ¿vale? La estaba usando en ese momento, yo llevaba con ella, a lo mejor la habré usado dos veces, ¿vale? Y, no, y durante poco tiempo. Die Maske wurde nur zweimal getragen. Y ahora vamos a ver la que mi compañera utilizaba, decía, durante tres semanas y además durante ocho horas cada día, mínimo o más. Qué miedo me da abrirla porque cómo la voy viendo ya desde aquí. La número 5, la última que sacamos. Fijaros lo que ha crecido aquí. Pilze, ¿eh? Es tan bárbaro que no sé qué deciros. Aquí hay una mezcla de todo. Estafilococos, estreptococos, gran negativos, bacilos, contaminantes, o sea, es una barbaridad. No sabemos si hay alguna cándida, algún hongo. Una cándida. Esta placa es tan, está tan llena de bichos. Eine Maske, que no sabemos die eben 8 Stunden lang und so getragen wurde. Ja? Tenemos que hacer alguna identificación. Also, eben, ich meine, und kann mir keiner sagen, dass die Regierung das nicht weiß. Die wissen das und sie wollen trotzdem, dass wir das tun, obwohl sie wissen, dass wir nachher alle krank werden. Ja, also ich weiß nicht, soll mir bitte ein Arzt sagen, wenn einer zuhört, was das mit einem macht, wenn man den ganzen Mundraum oder die Nasen oder die Lunge, vielleicht geht das ja bis in die Lunge, dieser Pilz oder diese Streptokokken und Staphylokokken, keine Ahnung, ich bin kein Arzt. Ja, und da kann mir keiner sagen, dass die Regierung das nicht weiß. Und sollten sie es nicht wissen, dann sind sie sowieso gemeingefährlich, ja, wenn sie dem Volk sowas antun. Ja, hier Österreich, meine österreichischen Freunde, Ärztepräsident, Indoor-Maskenpflicht ist unvermeidlich. Ja. Genau, also sie möchten gerne, dass wir nur noch drinnen sind, so krank wie möglich, so träge wie möglich vor dem Fernseher. Wir bestellen nur noch über Amazon und sitzen bei Netflix oder vor dem an den Spielen, an den Computerspielen, am liebsten noch mit einem Chip im Hirn von Elon Musk. Und wo wir ja Musik direkt ins Hirn streamen können, ja, jetzt, also sagt er ja. Und ja, also und eben wo ich war ja jetzt auch viele, viele Monate, habe ich so gedacht, ja, also das, was der Trump macht und so, der hilft den Menschen und der probiert jetzt da das zu richten und so und diesen tiefen Staat tatsächlich zu vernichten. Ganz ehrlich, ich bin heute nicht mehr so sicher, ja? Weil eine Frage, die ich mir zum Beispiel wirklich schon lange, lange, lange stelle, ist, wieso hat Trump Elon Musk erlaubt, all diese Satelliten ins All zu schießen? Falls er die denn auch wirklich so ins All geschossen hat, natürlich. Aber USA geben grünes Licht für 6G. Wieso? Darüber habe ich ein langes Video gemacht, was 5G mit uns schon macht. Ja? Also 5G ist für Maschinen und nicht für Menschen. Und du solltest wirklich schauen, dass dein Handy auf 3G läuft und nicht auf 4, 5 und schon gar nicht auf 6G. Gibt es noch nicht bei uns, aber USA geben grünes Licht für 6G. Wieso? Wieso? Und das macht mich wirklich richtig stutzig. Mit den Satelliten noch vom Elon Musk und seinem Hirnchip und so weiter und so fort. Ja. Da
ja, das macht mich einfach stutzig. Ja, da bin ich nicht mehr so sicher, dass das alles so gut ist, wie viele uns das verkaufen wollen. Der Ärztechef, genau, ja, die Polizei muss die Quarantäne überwachen, ja klar. Hey, da, eben, da sind wir dann so weit wie in Australien, wo die Polizei oder das Militär zu dir kommt und sagt, so, bist du auch zu Hause, bist du auch völlig gaga und ja, ist dein Hirnchip eingeschaltet oder keine Ahnung. Also natürlich überspitze ich das jetzt, ja, das ist ja wohl klar, weil irgendwo möchte ich ja auch einfach, dass die Menschen so ein bisschen erwachen und mal aufhören, einfach alles zu glauben, sondern heute musst du alles hinterfragen. Du kannst leider niemandem mehr glauben. Und ich sage auch nicht, dass du mir glauben sollst. Aber bitte geh und recherchiere selber. Geh und recherchiere. Es ist alles da. Man muss manchmal einen anderen Browser wie Google nehmen, weil auf Google ist auch alles zensuriert, ja. Also Google zeigt dir schon lange nicht mehr. Die zeigen dir auch nur, was sie wollen, dass du siehst. Ja? Aber nimm halt DuckDuckGo oder ja, einen anderen Browser. Ja? Hier sprechen sie einfach auch wieder darüber. Ja? Und unsere Massenmedien verbreiten die Angst, nicht ich. Ja, ich verbreite keine Angst. Ich möchte Klarheit verbreiten und keine Angst. Aber das, die Massenmedien, und das tun sie wirklich gut, ja, mehr als 7000 neue Covid-19-Fälle von den französischen Autoritäten gezählt in den vergangenen 24 Stunden. Ja, und das war am 28.08. Also, was ich damit sagen will, ist einfach, dass sie jetzt überall sagen werden, es geht rauf, es geht rauf, es geht rauf, und darum denke ich auch, dass wir in diesen zweiten Lockdown gehen werden. Und eben, ich denke halt auch, dass wir in den zweiten Lockdown gehen, weil sie diese Agenda durchsetzen wollen und weil ich einfach nicht mehr so sicher bin, dass irgendein Retter von irgendwoher kommt. Ich möchte das wirklich auch glauben, aber ich kann es nicht mehr glauben, ja. Zürich verschärft Corona-Maßnahmen, Migrobank gibt keinen Cash mehr am Schalter. Ja, ist auch wieder sowas, ja. Was ist das? Geht langsam zu Ende, aber Corona ist wieder voll da. Wir spüren das. Die Zahlen sind besorgniserregend. Überall in Deutschland wachsen die Zahlen, die Infektionen gehen nach oben. Und es droht eine ähnliche Entwicklung, wie wir sie im März, April diesen Jahres hatten. Also deswegen. Er sagt uns schon, es droht eine Entwicklung, wie wir sie hatten. Also der zweite Lockdown droht jetzt einfach. Also sie, eben, das habe ich im letzten oder vorletzten Video gesagt, sie bereiten uns ja darauf vor. Ja, also müssen wir jetzt umso besorgter sein. Oh, wir müssen besorgt sein. Also hier auch wieder, ich verbreite keine Angst. Der verbreitet Angst, da dieser liebe Herr. Ja? So die Zügel etwas anzuziehen. Zügel an. Wir müssen uns auf Urlaubsrückkehr, Familienheimkehrer und vor allem auch dem Leichtsinn stellen, der bei vielen Partys. Ja, und wir sind schuld. Natürlich sind wir schuld. Hey, wer denn sonst? Partygeschehen in Deutschland stattfindet. Es hilft leider nichts, wenn wir Menschen schützen wollen. Wenn wir die Vernünftigen, die vielen Vernünftigen vor den Unvernünftigen schützen wollen, dann da stachelt er die Menschen gegeneinander auf. Die vielen Vernünftigen gegen die vielen Unvernünftigen. Ja? Also weil ich keine Maske trage, bin ich unvernünftig, ja? Und eine Gefahr für die anderen. Dann müssen wir etwas tun. Deswegen brauchen wir einheitliche Regelungen in Deutschland. Keine weiteren Lockerungen. Konsequentes Vorgehen, zum Beispiel wenn es um Masken... Keine weiteren Lockerungen. Ja? Konsequentes Vorgehen. Also sie sagen uns alles. Ja? Maskenpflicht geht mit höheren Bußgeldern und auch was die Umsetzung der Quarantäne betrifft. Wenn eine Quarantäne verordnet ist und jemand verstößt dagegen, dann braucht es auch da höhere empfindliche Strafen. Empfindliche Strafen.
Insgesamt ist klar, die Lage wird nicht einfacher. Mhm. Um zu verhindern, dass es einen kompletten Lockdown gibt, der Wirtschaft, Schule und Kita betrifft, ja, müssen wir dort reagieren, wo es... Also hier sagt er uns auch schon wieder, er wird die Wirtschaft, die Kitas und die Schulen betreffen, ja? Sie wissen das schon alles, natürlich. Die haben eine Agenda und sie verfolgen diese Agenda. Ja. Regional geboten ist und dann konsequent und rasch mit entsprechenden Maßnahmen, beispielsweise eben einer Maskenpflicht, beispielsweise eben auch bei entsprechend höheren Bußgeldern. Es wird keine leichte Zeit jetzt. Nein, ich bin immer davor gewarnt, dass der Urlaub ein Risiko ist. Ich habe immer davor gewarnt, ihr, die im Urlaub wart, ihr bösen, 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 ja, ihr seid schuld. Ja, ihr seid jetzt schuld. Immer die Menschen gegeneinander aufstacheln. Spalte, um besser zu regieren. Viele haben sich großartig verhalten, einige wenige nicht. Jetzt müssen wir mit der Situation zurechtkommen und nach vorne schauen. Es gibt keinen Anlass zu Panik, aber zu großer Besorgnis. Entsprechend werden wir reagieren, in Bayern konsequent und wollen auch, dass wir einheitlich in Deutschland Regeln finden, die für alle gelten. Zumindest eine Untergrenze für all diese Herausforderungen. Das ist wichtig, dass Deutschland nicht wieder die Gefahr bekommt, wie es im März oder April war. Wir wollen uns dagegen wehren. Aber Sie meinen es gut mit uns. Oh ja, Sie meinen es sehr, sehr gut mit uns. Ja, erstmal ein Bußgeld, weitere Maßnahmen hat er ja jetzt sehr schön gesagt, alles und so. Ja, ist auch spannend. Ich sage euch, wir haben gar keine Bundesregierung. Wir haben, Frau Merkel ist Geschäftsführerin einer neuen Nichtregierungsorganisation in Deutschland. Das ist das, was sie ist. Und sie klappt. Und wir in Deutschland sind seit dem 8. Mai 1945 zu keinem Zeitpunkt mehr voll souverän gewesen. Das ist nicht zu tun, sondern ich lege es nicht Ihnen vor, ich lege es unseren Bürgern vor. Die entscheiden nämlich, nein, Sie entscheiden gar nicht. Entscheidet der Bundestag. Wir müssen uns ja abheben von dem Gespräch gestern zwischen der Kanzlerin und Ihrem Stellvertreter, ob Sie die Firma vielleicht gemeinsam weiterführen. Die Firma. Denn es ist so, wie Sie sagen. Diejenigen, die entscheiden, haben, sind nicht gewählt. Und diejenigen, die gewählt werden, haben nichts zu entscheiden. The end of transatlantic civilization. Wir sind am Ende der transatlantischen Zivilisation. Europa zerbricht. Germany does not have a real government. Deutschland hat nicht mal eine richtige Regierung. What's going on in Europe is insane. Was derzeit in Europa passiert, ist vollkommen wahnsinnig. Eine Nobeladresse im Frankfurter Norden. Hier sitzen die Leute, die Deutschlands Schulden managen. So effizient wie möglich Geld für den Bund beschaffen. Die Aufgabe der Elitetruppe in der Bundesrepublik Deutschland Finanzagentur GmbH. In der Bundesrepublik Deutschland Finanzagentur GmbH. In der Bundesrepublik Deutschland Finanzagentur GmbH. Wake up, ja, genau, wake up. Und das ist nicht nur in Deutschland so, ja. Also das kannst du auch in der Schweiz anwenden. Also die Schweizer, der Schweizer Staat ist eine Firma. Ja, das, sonst hätten sie ja keine UID-Nummer und. Also die sind auch im Handelsregister und so weiter eingetragen. Ja, also das kann man einfach googeln. Ja, ist auch keine Glaskugel-Theorie. Ja, wollte ich noch was sagen? Ja, nein, es geht einfach wirklich darum, dass wir aufmerksam sind, ja. Es geht darum, dass du wirklich die Dinge hinterfragst heute. Und man kann es sich nicht mehr leisten, einfach den Kopf in den Sand zu stecken. Ich habe viele Videos gestern gesehen von dieser Demo in Berlin. Und ich habe in meinem letzten Video noch gesagt, ich finde es ja grundsätzlich super, dass so viele Menschen auf die Straße gehen. Aber wenn du ja siehst, dass die Menschenrechtsdeklaration schon von den Freimaurern erstellt ist, was denkst du, ist das Grundgesetz? Von wem ist das erstellt?
wenn du bedenkst, dass ja, dass wir eigentlich immer noch im Zweiten Weltkrieg sind, ja, weil gar nie ein Friedensvertrag unterschrieben wurde damals und dass, dass so viele illegale Dinge passieren. Wie kannst du dann für ein Grundgesetz demonstrieren gehen? Es gibt's ja eigentlich gar nicht. All das wäre gar nicht rechtens. Ja, und also das habe ich auch in meinem letzten Video gesagt. Ich möchte, dass die Menschen frei sind. Ich will nicht meinen kleinen Käfig für einen bisschen größeren Käfig eintauschen. Das interessiert mich nicht. Aber die große Masse möchte das. Darum finde ich Querdenken auch so ja, also die gehen einfach für das Grundgesetz und haben noch die BRD, den Adler und so auf ihrer Homepage. Ich möchte nicht nur für das Grundgesetz demonstrieren gehen. Ich möchte für Freiheit demonstrieren gehen. Wahre Freiheit der Menschen. Und mit allem, was ich einfach so anschaue und ich spüre einfach, je länger, je mehr, wahre Freiheit kann nur von innen kommen. Oder muss zuerst einmal von innen kommen. Aber auch dafür brauchst du sehr viele Informationen. Ja, also bis du überhaupt an einen Punkt kommst, wo du verstehen kannst, was wahre Freiheit sein könnte, oder bevor du ein Gefühl bekommst dafür, was wahre Freiheit sein könnte. Das ist ein langer Prozess. Ich bin gerade in diesem Prozess, ich bin aber noch nicht am Ende und ich werde vielleicht auch nie am Ende sein. Ja. Aber ich bin in diesem Prozess und ich wohne zum Beispiel schon in einer Gemeinschaft, ja, in einer Familiengemeinschaft, also mit meiner Mutter und meinem Bruder. Ja. Also ich setze auch schon viele Dinge um, die ich persönlich als Freiheit anschaue. Ja. Ich habe einen Garten, ich schaue, dass ich, also ich habe eine Wasseranlage, die mein Wasser filtert und wieder strukturiert, sodass meine Zellen das Wasser überhaupt erkennen können und dass ich gesund bin und immer eigentlich mein Körper die ganze Zeit alle Toxine und alle Gifte, die wir aufnehmen durch Essen, Atmen und Trinken eben, dass mein Körper das immer auch gleich wieder ausscheiden kann. Das ist übrigens auch Wasser, das man programmieren kann. Also Wasser ist ein Informationsträger. Darüber werde ich mal ein anderes Video machen. Aber nur zum Sagen, ja, also es geht auch immer ums Tun. Aber zuerst musst du mal deine inneren Gefängnisse, deine eigenen inneren Gefängnisse anschauen. Ja, und ja, da geht es halt um, was ist Wahrheit? Was ist wirklich Wahrheit? Ja, also weil du hast eine andere Wahrheit wie ich, der hat eine andere Wahrheit und so weiter. Und trotzdem, es gibt eine Wahrheit, die für alle gilt. Und das sind für mich eben diese universellen Naturgesetze. Ja, weil die gelten für alle, ob du daran glaubst oder nicht. Ja, die sind einfach da und die waren schon immer da und werden immer da sein. Aber nachher geht es wirklich darum, dass du diese Dinge erkennst und deine eigenen inneren Gefängnisse mal aufräumst, sozusagen. Ja? Und wenn du das halt nicht tust, dann, ja, dann, ich denke auch schon lange darüber nach, wie ich aus dem System eigentlich teilweise, vielleicht, wenn auch nicht ganz, aber teilweise bestimmt aussteigen kann, weil ich habe immer schon gespürt, dass das irgendwie nicht richtig ist, irgendwie nicht stimmt, irgendwie nicht stimmen kann. Ja? Und ich werde weiterhin Videos machen und wie gesagt, also es ist jedem frei, das zu hören oder nicht. Ja? Ich meine es, ich meine es für mich, oder beziehungsweise, wie soll ich sagen, ich versuche einfach den Menschen ein
bisschen eine andere Seite zu zeigen. Weil es gefährlich ist, heute wieder nur in eine Richtung zu laufen. Alle versprechen sie uns irgendetwas, was, ja, was für uns gut klingt und so. Und was, ja. Also, ich wünsche dir auf jeden Fall einen wunderschönen Sonntag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.